Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Blade and Soul. Nach einem etwas längerem Intermezzo geht es weiter. Und meine Güte, was hat die Geschichte doch an Fahrt aufgenommen die ganze Zeit. Jetzt werden wir erstmal kurz ein bisschen das Inventar sortieren. Ich weiß, ich hätte es auch jetzt eben offscreen machen können. Ich hatte es aber jetzt leider vergessen. Entschuldigt dies bitte. So werden wir uns jetzt mal um ein paar andere Sachen kümmern. Die ich euch natürlich auch nicht verweigern möchte und in dem Sinne verwehren möchte. Und ja, die ich euch hier vor allen Dingen zeigen möchte. So, da kriegen wir erstmal... Ja, das brauchen wir nicht. Bitte. So, was haben wir hier Schönes? Ein versiegelter Ring. Interessant. Den werden wir mal aufheben. Ich weiß nämlich nicht, ob wir ihn brauchen. Ich meine, wir brauchen ihn nicht. Aber es geht erstmal um die Essenz des Ruchlosen. So, wenn wir nämlich mal einen Blick auf die Karte werfen, müssen wir nämlich nach oben, wieder zurück ins Vorgebirge der Lykandi. Wiederum haben wir unten den Garten der Seelen. Und da wollte ich natürlich mit euch mal eben hinreisen. Man läuft in dem Sinne hier unten dann einfach den Weg Richtung Süden und werden dann uns wiedersehen am Rast des Geistes. Zumindest an der Rast. Schauen wir mal. Einmal Yoma. So, und da sind wir auch schon an der Rast des Geistes. Das ist nämlich hier eins der Städtelein, die es halt nun mal gibt. In dem Sinne so ein kleiner Außenposten beim Garten der Seelen. Und hier gibt es zwei Feldbosse. Und diese Feldbosse möchte ich euch selbstverständlich auch mal zeigen und ein bisschen näher bringen, weil es geht hier um Folgendes. Irgendwann im Laufe der Geschichte heißt es nämlich dann für euch, ihr sollt euren Halsschmuck aufwerten. Wenn mich das jetzt... Ja, wenn mich mein Gedächtnis jetzt nicht im Stich lässt. So, die Gegner sind natürlich hier auch so um die 42, 41, so um den Dreh, auch wenn jetzt gerade wieder alle hier zusammenkommen. Dann machen wir eben kurz einen Prozess mit denen. So. Und so steht da hier nämlich der hungrige, ja, der hungrige Riesengeist. So ist es nämlich, ein richtig dicker, fetter Speckmops. Den kann man auch, wenn man stark genug ist, alleine besiegen. Werde ich euch jetzt nicht demonstrieren, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen. Er kann auch eigentlich nicht besonders viel. Die Lebenspunkte sind sehr gering mit 266.000. Ich meine, wir können es ja einfach mal machen. Wenn wir es denn hinkriegen. Das geht nicht gut. Ja, ich dachte es mir. Ich habe leider zu früh gedrückt. So, gucken wir einfach mal hier. Da sind wir wieder gestunt. Tauschen wir die Position. Und jetzt hebt er mich natürlich hoch. Alles andere als glücklich hier. Also wie gesagt, mit ein bisschen Know-how und so. Und natürlich auch vorbereitet an der ganzen Sache. So kann man den auch ohne Probleme halt nur mal besiegen. Wenn wir auch hier unsere Rote halt mal durchbringen können. Ich dachte, ich bin ausgewichen. Na gut, dann jetzt. Das bringt leider wieder nichts. Also ist es halt nun mal, dass wir dann hier an... Ich meine, es müsste der Halsschmuck gewesen sein. Ja, der halt nun mal wichtig für uns ist. Okay, man kann den Angriff nicht blocken. Das ist noch viel interessanter. Auf jeden Fall gibt er halt nun mal den Halsschmuck. Und der ist interessant. Sehr interessant. Damit wir nämlich dann auch unseren Halsschmuck upgraden können. Ich probiere es jetzt dann noch weiter. Also man müsste ihn alleine besiegen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn er es wieder geschafft hat, uns auf den Boden zu bringen. Die Flachpfeife. Und jetzt adden wir sogar noch von hinten. Was sehr unangenehm ist. Aber gucken wir halt mal. Jetzt springt er doch nicht zu uns rüber, du Schweinehund. Ah. Ach, Mist. Ich wollte gerade weg. Ah, komm schon. Die schaffen wir. Aber sowas von. Hier geben wir jetzt nicht auf. Oh, schnell raus. Komm, jetzt spotte ihn mal bitte.
da kannst du uns auch gerne stunnen. So, damit haben wir ihn besiegt. Und der droppt natürlich eine Kiste. Die werden wir uns jetzt mal ein bisschen näher angucken. So, und dann kann ich euch nämlich auch genau sagen, was es ist. Es ist der Halsschmuck, nämlich der versiegelte Halsschmuck der Abscheulichkeit. Den braucht ihr nämlich dann irgendwann, um euren Halsschmuck dann zu guter Letzt dann abzugraden. Ja, direkt vorab, das wollte ich euch zeigen. Aber das war auch nicht alles, denn wir haben hier im Garten der Seelen natürlich noch einen anderen Feldboss. Da werde ich mal eben kurz mit euch hinlaufen. Den wiederum, muss ich dazu sagen, werde ich nicht alleine besiegen können. Der hat dann halt alles schon ein bisschen schwerer. Denn wir haben hier zwei Glücksräder. Es ist auch wieder ein Glücksradspiel. Wir haben ja das letzte Mal als Belohnung 5 Essenzen bekommen. Aber den Boss möchte ich euch selbstverständlich auch zeigen. Und der hat nämlich eine ganz besondere Sache. Nicht nur ein wirklich schickes Kostüm, gerade für die Damen unter euch. So droppt er auch die Waffe. So, ist eigentlich ziemlich einfach. Man sieht es hier schon. Hier stimmt irgendwie etwas nicht. Der Boss ist nicht da. Deswegen werde ich mich mal eben kurz hier drum bemühen. So, man haut nämlich hier diese komischen Wächter halt nur mal um und die droppen halt so eine glühende Kugel. Diese glühende Kugel benutzt man dann halt hier an diesem Spiegelkern und damit löst man dann das Siegel, wo halt nun mal dieser ruchlose, böse Geist halt eingesperrt ist. Also, das werde ich euch natürlich jetzt auch mal eben kurz zeigen. Genau, spürt meine Flammen. Und das müsst ihr auch jedes Mal machen. Als kleinen Tipp, was ich euch sagen kann, ist, viele Gruppen machen das halt nur mal so, es gibt hier zwei Kanäle im Garten der Seelen. Die kann man dann immer Stück für Stück wechseln. Also im Kanal 1 haut ihr einmal den Boss um, danach wechselt ihr auf Kanal 2 dann wiederum. Und macht das erneut hier und haut dann zu guter Letzt dann die Bosse nacheinander halt immer um. Ja, nicht vergessen, ihr könnt nicht jederzeit den Kanal wechseln, also immer schön auf die Zeit dann achten. Ne, aber so machen wir das jetzt mal eben kurz, damit ich es euch nämlich dann zeige. Na, ihr sagt, brennt, wir brennen aber nicht. Finde ich gut. So, das müsste der vorletzte gewesen sein. Und natürlich stehen hier zu anderen Uhrzeiten natürlich alle Leute. Das ist dann wiederum was ganz anderes. Bumm. So, und dann kann ich euch nämlich diesen bösen Kerl nämlich auch mal zeigen. So, der müsste nämlich jetzt rauskommen und da ist er nämlich. Das größere Problem eigentlich an der ganzen Mechanik wäre jetzt eigentlich, es kommen einmal Ads. Wir haben eigentlich genug AOE, in dem Sinne Bereichsschaden, dass wir damit klarkommen. Das Problem ist aber, der haut richtig böse einen auf die Mappe. Ich weiß nicht, ob wir stabil genug dafür jetzt wären. Gerade auch mit dem Geist und ob wir halt nun mal genug Schaden verursachen, ne? Weil wenn man sieht, dieser Feldboss hat hier schon über 1 Million Lebenspunkte, 1,1 Millionen und der Feldboss davor hatte gerade mal ein Viertel davon, wenn überhaupt ein Fünftel. Deswegen lasse ich ihn in Ruhe, je nachdem wie sehr ihr euch bemüht, könnt ihr halt zwischen meistens 2 bis 4 Essenzen des Ruchlosen bekommen oder wahrscheinlich sogar 5, wenn ihr ihn alleine meistert. Ich weiß es jetzt leider gerade nicht genau. Weil ich hab ihn halt noch nie alleine gehauen. In dem Sinne umgeboxt. So, und mit diesen Essenzen geht es dann hier runter zum Glücksrad. Die Essenzen kann man auch wunderbar verkaufen. Wir sind zurzeit hier auf dem Bambus-Server. Ich weiß nicht, ob das auch schon Cross-Server-mäßig läuft. Ich glaube, gerade so um den Dreh, können wir doch eigentlich direkt mal nachgucken im Markt. Ich meine, so 18 Silber wert, ne? Ich meine, ich kann mich jetzt täuschen. Na, okay, guck mal hier. Jetzt sind sie schon hier 8 Silber wert. Aber immerhin, wenn man davon einige hat, dann die verkauft, dann lohnt sich das schon. Da kriegt man halt schon kleine Sümmchen hin und da kann man auch wiederum sich Geld farmen. So, jetzt drehen wir erstmal ein bisschen, weil es gibt hier ein Bargur-Set, es gibt hier natürlich die Waffenkisten und zu guter Letzt dann auch das Kostüm. Vielleicht haben wir ja Glück und wir finden das Kostüm. Ich könnte es euch jetzt gar nicht zeigen, wo es dann eigentlich herkommt, wie es dann hier heißt vom Glücksrad. Das müsste ich raussuchen, deswegen versuche ich es einfach mal. Ja, einmal dürfen wir noch. So, haben wir aber nicht geschafft. So, und zu der Waffe, zu dem Waffen-Upgrade, was nicht nur in dem Sinne extrem teuer ist, müsst ihr nämlich die richtige Waffe aus dieser gesperrten, ruchlosen Waffenkiste herauszaubern. Und glaubt mir, ich habe halt nun mal zu guter Letzt 81 Schlüssel gebraucht, um an meine Waffe dran zu kommen. Wenn ihr diese Kiste öffnen möchtet, dann solltet ihr euch diesen leuchtenden Schlüssel aus Mondwasser, den bekommt man ja immer einmalig, bis dato bis hier aufheben.
Nur als Tipp. Alle anderen Bosse sind machbar, die werden auch noch des Öfteren gefarmt, aber hier sollte man den leuchtenden Schlüssel aus Mondwasser aufheben. Ich weiß, das kommt vielleicht jetzt je nachdem ein bisschen spät, weil andere Leute sind halt schon viel weiter fortgeschritten und haben diesen Schlüssel dann in dem Sinne schon benutzt. Zum Beispiel im Vorgebirge der Likandi. Und wenn ihr ihn noch habt, dann benutzt ihn hier, weil danach braucht ihr den, meine ich, soweit ich weiß, nicht mehr. Das Bagua-Set ist eigentlich auch ziemlich gut. Es ist hier schon ein 42er-Set. Man sieht es ja anhand der Werte. Es kommt unserem Blutschatten-Bagua, was halt nun mal ein 45er-Set ist, gar nicht so knapp weit weg mehr. Sondern, ich meine, 400 Lebenspunkte. Ja, wir verlieren etwas Crit und Ausweichen, kriegen dafür mehr Genauigkeit rein. Also es ist schon kein schlechtes Set. Hat immer nur noch einen Wert drauf, keine Doppelwerte wie jetzt bei dem Blutschatten, Bagua. Hier kriegen wir Crits oder Crit-Blocken. Hier gibt es nur einen Wert drauf. Aber dafür ist es dennoch ein wirklich gutes Set, was man benutzen könnte. So, das wollte ich euch nämlich noch gezeigt haben, weil das war doch sehr zeitintensiv für mich. Ich musste den Boss dann zu den Hauptzeiten hier auf dem Server dann gemeinsam mit anderen Leuten umbringen. Es gibt ja auch genug Große, die diesen Boss halt dann zu guter Letzt dann noch farmen. Dann habe ich mich mit denen in die Gruppe angeschlossen, weil mein Buff ja gerade als Paktierer mit dem Seelenfeuer ist ja sehr stark, gerade für andere Gruppenmitglieder, und da wurde ich dann auch sehr gerne gesehen, auch wenn ich ein Low-Level-Charakter gewesen bin. Aber es hat mich doch, ich würde mal behaupten, 1 oder 2 Stunden gebraucht, um halt nur mal diese ganzen Essenzen zu sammeln. Und wiederum musste ich mir auch neue Schlüssel kaufen. Das war noch ja, viel schlimmer. Zum Glück hatte ich ja noch ein bisschen Gold und verdiene auch jetzt in letzter Zeit auch mehr, als ich eigentlich ausgebe. So, damit ich euch das mal gezeigt habe, das freut mich. Zu dem Gewölbe des Gekreuz. Das ist eigentlich halt nun mal hier eine Instanz, ein Verlies. Da könnten wir auch reingehen. Wir haben zwar unsere Daily nicht bekommen, die würde es dann, meine ich, hier oben geben. Und zwar am Posten der Blutschuppen. Da werden wir so und so wieder mal eben kurz hinreisen. Ich denke mal, dieses Verlies zeige ich euch dann ein andern Mal. Ja, wenn wir die Daily haben. So, da sind wir wieder angekommen. Ja, nee, die Instanz zeige ich euch ein andern Mal, wenn wir dann auch wieder die Daily haben. Da werden wir so einen Daily-Tag machen. Dann werde ich mit euch alle großen Instanzen da mal durchlaufen. Werde euch dann auch sagen, wo die sich halt nun mal je nachdem dann befinden. So, die Truhe brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Die werden wir hier verkaufen, genauso wie die ruchlosen Waffenkisten, weil 2 Schlüssel ist dann schon happig. Und den grünen Kram brauchen wir auch nicht mehr. Der versiegelte Ring aus Mondwasser weiß ich gar nicht, genauso wie den Rest aus Mondwasser. Dich brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr und dann sieht das hier schon wieder schick aus. So, ich glaube, wir brauchen den Ring hier gar nicht mehr, ne? Ich glaube nicht. Aber wir werden weitermachen in der Hauptgeschichte. Die ganzen Nebenaufgaben ist alles schön und gut. Brauchen wir aber nicht. Machen wir auch nicht. Es geht weiter. Es geht weiter. Wir müssen nämlich nach Affenstein. Ja, die letzte große Chi-Energie, die uns da erwartet. Und ja, ab ins Reich der Affen. Auch ziemlich cool. Auch hier gibt es wiederum eine sehr große Instanz. So, und da sind wir auch in Affenstein angekommen. Ist nämlich gar nicht so groß, das Gebiet. Man sieht es nämlich, hier ist das Vorgebirge der Lykandi, das zählt auch dazu. Aber hier dieses kleine Gebiet, da befinden wir uns halt nun mal zur Zeit. Und hier gibt es auch die Hallen von Ogong. Und das ist nun mal auch eine sehr große Instanz, wie das Gewölbe des Gekreuz. Das werde ich euch dann auch wahrscheinlich heute noch zeigen, weil ich glaube, wir werden dort noch reingeschickt werden. Und selbstverständlich war ich natürlich schon hier vor Ort, weil ich bin vom Vorgebirge der Lykandi einmal hier runter gereist durch die Hochlandnekropole, um natürlich dann zum Garten der Seelen hinzukommen. Unabhängig davon, wie unsere Geschichte denn jetzt schon weit fortgeschritten ist, einfach um mich zu upgraden, damit ich noch stärker werde. Na, das ist es ja an den Spielen, man versucht es jederzeit und selbstverständlich ich auch und jetzt dauert es erstmal. Also ich kann mich so schnell jetzt selbstverständlich erstmal nicht mehr upgraden.
So, jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß es gar nicht. Was haben wir denn hier eigentlich? Widerstandskämpfer. Okay, die hauen gerade ab. Also etwas Hartnäckiges. Was? Wir haben länger gebraucht als erwartet. Wie auch immer, wir haben sie ausgemerzt. Treten wir die Rückkehr an. Okay. Ja, die schönen Spinnen natürlich auch noch vor Ort. Die Spinnen werden aber dann jetzt gleich auch wieder ablassen. Denn es wird interessant. Zumindest hoffe ich es sehr. Ich bin mal gespannt. Die Macht des Affen. Es wird Zeit zu sterben. Eine Nachtklinge. So, ich glaube, das wären alle. Interessant. Was? Wer seid ihr? Naja, ein Freund der Widerstandskämpfer. Ein Freund der Widerstandskämpfer? Das soll ich glauben? Naja, du, wir haben hier ein Abzeichen. Oh, entschuldigt. Das war respektlos. So ist es gar nicht. Diese Leute mögen wie Revolutionäre aussehen, aber sie sind eigentlich Spione der Talos. Hätten sie sich nicht verraten, wäre ich jetzt tot. Eieiei. Wie mit den Simu vereinbart, legten wir hier unsere Waffen ab, bevor wir das Simu-Gebiet betraten. In diesem Moment ließen die Verräter ihre Deckung fallen. Meine überlebenden Gefährten überbringen die Nachricht vom Schicksal des stellvertretenden Kommandanten Do Yuhan. Unsere Verluste sind tragisch, doch zum Glück wurden die Talos aufgehalten, bevor sie der Allianz schaden konnten. Und wo ist denn jetzt der Chefe? Do Yuhan ist in einem Lager in der Nähe, aber... Oh, da kommt er ja. Er weist dem stellvertretenden Kommandanten Respekt. Ja, natürlich. Von wo kommt er denn? Ach, guck mal, da ist er ja. Sehr schön, der erste Offizier der Himmlischen. Ist doch cool. Wer ist diese Person? Jetzt sag mir bitte nicht, ich muss mich hier verneigen. Dieser hier trägt das Abzeichen, genau. Und nun weiß er, dass wir eine Allianz mit den Simyu zu schmieden gedenken. Schön. Ach, ist dem so? Verstehe. Das Abzeichen der himmlischen Zuflucht? Wo habt ihr die Kommandantin gesehen? Sie wird vermisst. Okay, ich habe das aber nicht vom Anführer. Wovon redet ihr? Wer sonst hätte euch das gegeben? Wir geben doch nicht einfach so Abzeichen aus, bloß weil jemand danach fragt. Nee, das haben wir von Shinhai, genau, beauftragte mich, eure Allianz Unterstützung zu leisten. Shinhai? Ist sie eine Rotwache? Ja. Mag sein, aber wäre die Anführerin getötet worden, hätte jemand davon gehört. Was habt ihr davon, der himmlischen Zuflucht zu helfen? Naja, wir möchten gern die heilige Bestie sehen, nämlich den Affen, König. Eine Audienz bei den heiligen Bestien? Verstehe. Diese Rotwache, wohin ging sie, nachdem sie euch das Abzeichen gab? Warum fragt ihr? Ach, egal. Besser, wir besprechen das nicht in der Öffentlichkeit, bei all den Talos-Spionen hier. Wichtig ist, dass ihr auf unserer Seite steht. Das ist interessant. Der stellt ganz schön viele Fragen. Vielleicht ist er selbst sogar ein Spion. Aber gut, ich sollte mich wieder meinen Missionen zuwenden. Ja, ja. Ihr solltet aufbrechen. Ich verstehe, warum ihr ausgewählt wurdet. Der Affenkönig schätzt Krieger, auch wenn er für die Zivilisierten wenig übrig hat. Alles klar. Ugum und ich haben unsere eigenen Pflichten zu erfüllen. Vor allem Spione der Talos enttarnen. Ihr seid doch diskret. Ein enttarnter Spion hilft uns nicht. Schon klar. Die Allianz liegt in euren Händen. Lasst uns wissen, wie es euch ergeht. Viel Glück. Dankeschön. Benutzt das Abzeichen weise, Jian. Das werden wir machen. Werden wir vielleicht nicht unbedingt jedem dann zeigen. So, weiter geht es. Ich bin mal gespannt. Ab ins nächste Gebiet. Und wir sind im Dschungel und es wird wieder grün und... Ach du Jemini. Hier wurden aber einige umgenietet. So, wir haben eine Daily. Die Daily kenne ich bereits. Und zwar ist nämlich die da unten. Da unten auf dem Plateau. Wir müssen nämlich hier diese komischen Wächter von Affenstein umbringen. Werden wir jetzt nicht tun. Ich möchte gerne direkt in die Hallen... Ja, in die Hallen hinein. Dazu müssen wir hier runter. Ist ein sehr schönes Gebiet. Wenn wir mal eben kurz hier rüber flitzen dürfen. Auch wenn es sehr klein ist, haben sie es wiederum sehr schön gemacht und es passt eigentlich sehr gut auch zu dem Vorgebirge der Lykandi. Entdeckt hatten wir es auch. Wie gesagt, ich bin ja schon mal rumgereist. So, dann gehen wir mal rein. Ich bin mal gespannt.
Der sagt zwar, wir sollen da einfach reingehen, aber eigentlich bräuchten wir... Nee, passt aber. Ja, wir sollen mit Iskanun sprechen. In den Hallen von... In den Hallen vom Affenkönig. Auf geht's. Ich bin mal gespannt. Haben wir? Nee, haben wir nicht, ne? Nee. Ist okay, weil wir jetzt alleine hier, glaube ich, drin sind, oder? Sieht zumindest ganz danach aus. Wir müssen eigentlich auch wunderbar alleine mit denen zurechtkommen. Und das kommen wir auch. Das finde ich sehr gut. Das ist, wie gesagt, auch hier so eine große Instanz. Genau der Abschnitt, so wie ihr es jetzt hier seht. So funktioniert das dann auch später in der großen Instanz. Und das wird ja interessant, weil die Bosse, die haben doch einiges auf dem Kasten. Wenn man halt nun mal nicht gerade mit 50ern hier dann rumläuft und die ja alles kaputt rushen, ist es doch schon ziemlich cool. Sehr schön. Da ist er. Der Affenkönig. Ogong. Okay. Oh, da seid ihr ja endlich. Die Schule von Hongmun legte wohl nicht viel Wert auf Pünktlichkeit. Nun gut. Hör mal. Obwohl Ogong weiß, dass ihr Meister Hongs Schüler wart, ist mit ihm nicht gut Kirschen essen. Doch versucht euer Glück. Naja, ich weiß ja nicht. Haltet den Fellball bei Laune. Bei Laune? Was soll man machen? Tanzen? Der sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ihr, anders als andere Krieger, nicht nur Geruch, ihr Schüler von Erdbrecher. Ja, wir sind, ja, sind wir. Hong Chongqiu. Ogong kennen und schätzen. Weltenwanderer sagen, wir wollen Ogongs Chi. Ja, ich muss verhindern, dass man den... Ja. Ja. Ogong verstehen eure Motive, aber kann nicht einfach aufgeben, Jahrhunderte von Stärke nähren und selbst verbessern. Ogong muss sehen, ob ihr diese Gunst würdigt. Wie immer. Ogong sehen, ob Sokyun so guter Lehrer wie Krieger. Wir kämpfen jetzt. Okay. Nee, das glaube ich dir, Großer. Aber hallo. Okay, du hast genug. Finde ich okay. Lange her, dass Ogong hatte so gute Herausforderungen. Ogong gibt neuen Namen zu Ehren von Meistern. Ogong nennen euch Erdstoßer. Erdstoßer? Ich glaube, das ist ein Kompliment. Ogong sich nach Kampf fühlt jung und frisch. Ogong danken Erdstoßer für Aufalterung. Danke. Euer Kampfstil erinnert Ogong an Ehrlichkeit und ehrenwerte Absichten, Ogong lange nicht gefühlt hat. Ogong sagen, das erfüllt euer ganzes Wesen. Erdstoßer, Schüler von ehrenwertem Erdbrecher. Heute ihr verdient Ogongs Respekt. Ogong gerne seine Lebenskraft mit euch teilen. Hab vielen Dank, Eure Majestät. Nun, was haltet ihr denn von einer Allianz? Bund mit himmlischer Zuflucht. Ogong kann keinen Bund eingehen im Moment. Naja gut, aber er dankt uns und alles super und er will uns die Lebenskraft teilen, aber warum nicht? Ogong gehört von Streit innerhalb himmlischer Zuflucht. Wie Ogong ihr vertrauen soll, wenn sie sich selbst nicht vertrauen. Moralisches Dilemma. Ogong darüber nachdenken. Ein Clanmitglied hat sich dem sagen Erdstoßer später seine Entscheidung. Jetzt, Erdstoßer, gut aufpassen auf Ogong. Ist Ogong nicht in Schoß gefallen? Machen wir. Erdstoßer bekommt Chi und zeigt nötigen Respekt. Und somit haben wir jetzt alle Kräfte, hm? Sehr gut. Und ich glaube, jetzt sind wir ziemlich mächtig. Und ich bedanke mich erneut fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.